Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Witcher 3 mit Paxis. Und wir haben es geschafft. Die Statue ist komplett. Moment. Komplett fertig gebaut. Und wir können sie gar nicht richtig sehen, weil wir nicht weit genug hochschauen können. Und es ist auch dunkel, deswegen müssen wir eigentlich mal meditieren. Ganz ruhig. Ich will schlafen. Hä? Fehlt der Kopf etwa? Wir meditieren jetzt trotzdem mal bis zum nächsten Morgen, einfach weil ich will das im Licht sehen. Okay, wir stehen einfach schlecht, glaube ich. Hier scheint es sonst aber nicht zu geben. Schade, ich hätte gedacht, dass es hier vielleicht noch einen Händler gibt oder sowas. Irgendetwas, das diesen Ort auch für uns nochmal besonders macht, weil mein... Ist zwar schon beeindruckend, diese Riesenstatue. Und damit haben wir ja schon ein fettes Nebenquest quasi abgeschlossen. Aber es ist halt im Endeffekt einfach nur eine Statue, ne? Jetzt müssen wir aber echt mal weiter weggehen. Ich gehe da mal drüben auf die Insel drauf. The heat is on. The heat is on now. So. Ja, das sieht geil aus. Gerade jetzt hier mit diesem Sonnenaufgang. Perfekt, da haben wir ja... alles richtig gemacht beim Meditieren. Vor allem, weil die Sonne so von rechts kommt. Oh. Schon beeindruckend. Sieht schon krass aus. Denkmal des Propheten Majoran. Was für ein Riesendenkmal. Nice, aber jetzt müssen wir uns auch mal wieder... Nee, das war falsch. Das ist auch falsch. Was mache ich denn gerade? Was mache ich denn gerade? Hier muss ich hin. Jetzt müssen wir uns natürlich schauen, wo Kinder spielen, fliegen Fetzen. Finde den Schuhputzer aus der Vision. Ja, wir müssen erstmal... Schatzu. Geschlossen ist egal. Fehlschlag ist auch egal. Nebenquest. Das Hungerspiel. Besuche Kobo Bianco und finde heraus, wie es Marlene geht. Ja, wir gucken einfach mal, was zurzeit wieder am nächsten dran ist. Ach stimmt, jetzt ist ja auch unser Plan komplett kaputt gegangen, die Fragezeichen abzuarbeiten, weil uns das Erledigen dieses Quests hier automatisch von hier weggeführt hat. Das ist ja richtig geil. Egal, wir werden natürlich irgendwann hinkommen. Von daher, okay, hier wäre dann unser nächstes Quest, das ist ziemlich weit weg. Ritter zu Diensten, erfülle die Aufträge, bla bla bla, lasst, ja, das ist das Gleiche. Geht zu Liam und Mathilda, ist glaube ich auch nicht so nah. Ja, es ist auch da unten, das könnte man dann miteinander verbinden. Das Quint-Turnier ist logisch. Krass, Alter, wir haben fast alle Nebenquests geschafft. Na, dann würde ich sagen, gehen wir wirklich zu unserem Haus, weil... weil das einfach... zwei Quests sind, die da in der Nähe sind und wir können dann logischerweise hier hin teleportieren. Während der Regentschaft Herzogin Caroberta suchte ein gewisser Jünger des Propheten Majoran namens Blackmon Toussaint auf. Seine Worte und Taten, zu welchen auch Wunder gehörten, waren dermaßen überzeugend, dass praktisch das gesamte Herzogtum zum neuen Glauben wechselte. Dieser Anspruch der Frömmigkeit wurde von einem Tempelbau für den Propheten gekrönt, doch das reichte Blackmon nicht. Er überredete die Herzogin zu Ehren Majoran ein Denkmal zu errichten, das seinesgleichen sucht. Ja, jetzt gehen wir da mal hin. Na komm. Schwimmen wir eben hin. Es ist zwar immer unangenehm. Oder wir gehen halt ganz langsam, weil es nicht tief genug ist. Es ist zwar immer unangenehm, mit nassen Klamotten draußen rumzulaufen, aber Geralt hat schon Schlimmeres erlebt. Und so werden die wenigstens mal wieder irgendwie sauber. Zumindest sauberer. Ich glaube, so richtig tiefen reinigen kann man sie nicht, wenn man sie anhat, aber. Come on, jetzt aber, nein. Ich sage euch, wenn die Menschen die Lehren des Propheten Majoran in ihre Herzen Und dann können wir nämlich von da aus gesehen auch einfach das Quest mit Liam und Marie, oder wie die da hieß, beenden. Schauen wir mal, wie es der alten Frau so geht. Und dann können wir ja auch einen neuen Auftrag... oder eine neue Aufgabe in Auftrag geben, wie wir unser Heim, unser Gut da verschönern lassen wollen. So.
Oh, hat man nicht noch irgendwelche Waffen oder sowas, die wir hier ranhängen wollten? Das könnte sein. Mal schauen, ob wir überhaupt Platz noch haben. Das war's. Du siehst furchtbar aus. Na? Machen wir die Fackelbilder an? Machen wir die Fackelbilder an? Okay. Ja, da hängen halt schon zwei Sachen. Gibt's denn nur die beiden? Was ist hier? Wäre halt geil, wenn wir die Schwerter auch noch ranhalten könnten. Rüstungsständer. Rüstung von Geralt von Riva. Ja, die machen wir auf jeden Fall hier ran, aber die setzen wir natürlich in die Mitte. So. Mehr Rüstungen haben wir, glaube ich, auch gar nicht. Ja, haben wir uns keine. So, eigene Rüstung. Wie geil. Okay, haben wir wirklich nur ein Ständer? Also, wir haben drei für Rüstungen und nur ein so ein Ding für zwei Schwerter. Das ist aber echt peinlich. Ist ja gar nichts. Ich glaube, in unserem Schlafgemach konnten wir einfach nur noch Bilder aufhängen, aber und irgendwelche Trophäen. Ja, wir haben aber halt keine weitere. Sehr schön. Ach, ich will eigentlich nicht schlafen. Da kriegen wir zwar irgendeinen Bonus, aber auf den Bonus können wir auch vergessen. Auf den Bonus können wir auch vergessen. Gutes Deutsch. Ach, da ist er. Ich weiß nicht, wie ich dir das vergelten soll, Hexer. Musst du nicht. Ich freue mich, dass du dich besser fühlst. Oh ja. Ich fühle, wie meine Kräfte zurückkehren. Vor allem dank Barnabas Basilius Pflege. Du hast aber auch was durchgemacht. Schön, dass ich der Sache ein Ende machen konnte. Ja. Jahre voller Leid. Weißt du, was noch schlimmer war als der Hunger? Zuzusehen, wie meine Lieben, meine Kinder alt werden und sterben. Meine Familie ist nun schon lange tot. Mein letzter Verwandter starb vor Jahrzehnten. Ich fürchte, ich kann nirgendwo hin. Dann bleib doch hier. Warum sind wir jetzt eigentlich plötzlich draußen? Ich habe die doch drin angesprochen. Jetzt sind wir plötzlich draußen. Das hat doch keinen Sinn. Geh in die Stadt und fang ein neues Leben an. Du kannst hier bleiben. Das hier ist ein großes Anwesen. Bleib doch hier. Wirklich? Ich würde deine Gastfreundschaft nie strapazieren wollen, aber... Aber? Nach all den Jahren des Hungers habe ich einen Traum. Ich möchte endlich leckeres, nahrhaftes Essen kochen, in Gewürzen und Aromen schwelgen und mit anderen am Tisch sitzen und essen. Das sollte kein Problem sein. Du kannst doch Barnabas Basilius in der Küche helfen. Er ist ja nicht gerade ein begnadeter Maître. Nichts würde ich lieber tun. Danke. Ich habe zu danken. Das Haus bedarf weiblicher Aufmerksamkeit. Ich würde dir gerne noch was sagen. Vor langer Zeit hat mein Vater mir eine Mitgift zusammengestellt. Ich habe nie geheiratet, also ist sie noch da. Mir nützt der Tand nichts mehr, aber du könntest meine Mitgift vielleicht als Zeichen meiner Dankbarkeit nehmen. Wenn du sie haben willst, musst du nach Trastamara gehen, meine alte Heimat. Du findest sie in einem Fass im Keller. Da stehen viele Fässer. Klopf, bis du das Richtige findest. Das mache ich, danke. Was wollte ich gerade sagen? Ah ja, die sieht aus wie eine alte Hexe, als wenn die nicht mehr wirklich lange leben würde. Aber gut, die kann gerne das Essen machen, wenn sie will. Und die hat Kinder gehabt, aber war nicht verheiratet. Das ist sehr ungewöhnlich, weil wir leben ja jetzt hier in der mittelalterlichen Zeit und es ja eigentlich das schon normal ist, dass die heiraten, oder? Und das ist komisch, dass sie nicht verheiratet waren. Ich hätte nicht gedacht, dass jemand mit so einer Vergangenheit gerne in die Küche will. Befürchtest du, dass ich wieder Wichtsuppe koche? Ich verlasse mich drauf, dass dein Geschmack als Mensch wieder etwas besser ist. Tu das. Ich habe schon als Kind gerne gekocht. Meine Oma war eine wahre Meisterin in der Küche. Ihr Ochse am Spieß war Land auf Land ab berühmt. Ich dachte, ihr als Adlige hättet eine Dienerschaft gehabt. Du meinst, eine Dame von meinem Rang müsste einen Koch gehabt haben?
Stimmt natürlich, ich hatte sogar die besten Köche. Aber ausgedacht habe ich mir die Gerichte. Sie haben sie nur zubereitet. Die war also, die ist sogar noch adelig und war trotzdem nicht verheiratet, obwohl sie Kinder gehabt hat. Das ist irgendwie sehr unlogisch. Also da haben sie ein bisschen Mist gebaut, glaube ich. Da haben sie nicht drüber nachgedacht, als sie dieses Nebenquest hier geschrieben haben. Bist du sicher, dass du dich hier draußen nicht einsam fühlst? Weiß ich noch nicht. Du hast mich ja gerade erst von meinem Fluch befreit. Fürs Erste habe ich jedenfalls kein Bedürfnis nach Stadt und Leuten. Als Wicht hast du bei anderen Leuten vorbeigeschaut. Ja, aber doch nachts, wenn sie schliefen. Ich war immer auf der Suche nach Löffeln. Denk dran, dass du es dir jederzeit anders überlegen kannst. Wenn es dir hier reicht, sag Bescheid. Ich würde nie undankbar wirken wollen. Und ich würde nie wollen, dass du gegen deinen Willen hier bist. Okay, das war's. Bis später. Bis dann, Hexer. Und denk dran, hier wartet immer was Warmes zu essen auf dich. Danke. Quest aktualisiert. Suche im Tamara-Anwesen nach Marlenes Mitgift. Wir haben ja doch wieder ein weiteres Nebenquest und es ist ganz weit weg. Wie man sieht, da. Na gut. Aber erstmal verschönern wir weiter unser Heim. Wie laufen die Renovierungsarbeiten, Barnabas Basilius? Wunderbar, Herr. Die allgemeinen Renovierungsarbeiten sind abgeschlossen und ich habe mir erlaubt, zwei Ständer kommen zu lassen, an die du Waffen und Rüstungen hängen und präsentieren kannst. Und ich habe Bereiche vorbereitet, wo Gemälde aufgehängt werden können. Außerdem haben die Arbeiter, die für den Keller zuständig waren, eine ungewöhnliche Entdeckung gemacht, die dich sicher interessieren wird. Wenn du sagst, ich sollte mir das ansehen, dann komme ich. Quest verfolgen, durchsuche den Keller. Die Ständer sind ja auch neu. Da hinten können wir noch Bilder anbringen, glaube ich, oder? Kommen da nicht hin. Okay. Ach doch, Bilderfäng war da gerade. Bilderfäng. Schild des Ritter von Geralt. Das können wir da auch aufhängen. Oh, nice. Das passt natürlich optimal. Wenn wir jetzt noch mehr Rüstungen hier hätten. Ah, jetzt hier daneben halt ein Bildaufhängen. Kommt halt merkwürdig, oder? Na, wobei, es geht eigentlich. Aber vielleicht ist das nicht das richtige Bild. Ist das nicht der Typ aus Heart of Stone? Porträt von Iris und Olgier. Ja, krass. Wobei, den habe ich eigentlich... Ciri, unsere Patentochter. Das Bild ist halt super hässlich. Nee, nee, das passt ja nicht hin. Ich glaube, ich werde wirklich Olgier nehmen. War er dann doch irgendwie befreundet? So. Aber er hat gesagt, er hätte noch Plätze für Waffen und Rüstungen hinstellen lassen. Und ich sehe hier aber ehrlich gesagt keine weiteren Plätze. Durchsuchen mal den Rest. Hier haben wir noch ein Bild aufhängen. Ah, Moment, hier können wir noch Waffen aufhängen. Ach, das wollte ich gar nicht machen. Brauchen auch irgendeinen Platz für Ciri. Es ist zwar ein super hässliches Bild, aber sie hat unsere Paten... Tochter, und die ist ja, glaube ich, ist die nicht gestorben oder doch nicht gestorben? Ich weiß nicht mehr. Ja, das Bild ist echt extrem hässlich, aber egal. Hier, wir können wirklich noch mehr Waffen aufhängen, sehr gut. So. So. Im Endeffekt müssen wir das ja auch alles irgendwie füllen, logischerweise. Marlene ist da. Gibt es nichts. Wir gucken mal noch schnell nach oben, bevor wir in den Keller gehen. Da ist noch ein Platz. Oh, muss ich auf den Tisch klettern oder was? Sieht so aus. Cool, was nehmen wir hier? Was mit Essen?
Okay, er sieht mal quasi gar nichts, ist hässlich. Vielleicht ein Landschaftsbild. Ja. So. Das war's, dann schauen wir mal im Keller. Was kann denn im Keller sein? Was können die denn die entdeckt haben? Irgendwas Wertvolles oder so? Hallo? 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 So. Also ich tippe darauf, oder vielleicht ein Gang? Seltsam. Ich glaube, hinter dieser Wand ist was. Ein Gang, das sag ich doch. Ah, ich gucke erstmal noch ein bisschen im Keller. Okay, kleiner Keller. Wobei, jetzt gar nicht so klein, aber nicht weitführend. Na dann. Art. Speichern. Warum brennen denn hier Kerzen? Hallo? Hä? Muss das seit Ewigkeiten verlassen sein, oder? Das kann doch gar nicht sein. Egal. Ein Labor. Es muss einmal einem Alchemisten gehört haben. Alchemielabor. Hier im Labor kannst du Mutagene transformieren, die du in ihre... Ah, sehr geil. Darauf habe ich schon ewig gewartet, dass es mal geht. Ich will es aber gar nicht zerlegen. Ich will die eigentlich größer machen. Aber ich glaube, das geht woanders. Muss man nicht, macht man nicht hier. Ja, wir kriegen dafür dann einfach nur kleines rotes Mutagen. Kleines grünes Mutagen. Also ich wüsste nicht, warum ich das zerlegen lassen wollen, tun, tollen, tollen, tun, tollen. Also in den Erscheinungsmutagen, kleines grünes Mutagen. Ja. Was will ich damit? Dann müsste ich hier wieder größer machen. Ach, ist egal. Brauchen wir also nicht. Julius Ban Gaves Brief. Lieber Finder dieses Briefs, mein Name ist Julius Ban Gav. Und wenn du diese Zeilen liest, bin ich sicherlich schon lange tot. Aufgrund meines Stands und der Verbindungen meiner Familie wurde ich zum Studieren auf die Ban Art geschickt, die berühmte Magierschule. Doch diese Studien habe ich nie abgeschlossen, denn mein Leben lang interessierte mich Magie nur am Rande. Stattdessen brannte mein Herz für organische Alchemie. Diese wundersamste aller Wissenschaften habe ich die schönsten Jahre meines Lebens gewidmet und der Tisch, neben dem du jetzt mit großer Wahrscheinlichkeit stehst, sind die Früchte dieser wunderbaren Arbeit. Wenn du die Alchemie ebenso liebst wie ich, wird dich meine Entdeckung ebenfalls entzücken. Sollte diese wunderbare Wissenschaft aber fremd sein, folge bitte meinem Rat. Lass diesen Brief fallen, entferne dich vom Tisch und komm nie wieder zurück. Das Praktizieren von Alchemie durch Laien kann zur Verletzung oder gar zum Tod führen. Wenn du diesen Brief nach dem letzten Absatz nicht fallen gelassen hast, ist dir Alchemie nichts Fremdes. Deshalb werde ich dir in wenigen Worten die Grundlagen des Alchemietischs, den ich entworfen habe, erklären. Kurz gesagt, es handelt sich bei meiner Entdeckung um ein Rezept und die notwendigen Werkzeuge, um die Transmutation von Mutagen, die Monster entnommen wurden, in gewöhnlichere Mutagene zu ermöglichen. Ich weiß, das klingt ziemlich unwahrscheinlich, aber ich habe mit größtmöglicher Sicherheit bewiesen, dass das möglich ist. Die Vorgehensweise bei dieser Transmutation ist einfach. Man muss lediglich den Tisch verwenden, den ich entwickelt habe. Als Experte der geheimnisvollen Kunst der Alchemie kennst du dich mit solchen Geräten und Vorrichtungen sicherlich aus. Wenn du Laie bist, dem gemeinen Volk angehörst und durch Zufall an diesen verlassenen Ort gelangt bist, solltest du lieber zurücktreten. Ansonsten wird dir deine Unkenntnis schweren Schaden zufügen. Du wirst dich sicherlich fragen, warum ich meine Entdeckung vor der Welt versteckt habe, warum ich mein Rezept nicht mit der Gemeinschaft der Alchemisten geteilt habe. Nun, ich wurde schon immer für exzentrisch und distanziert gehalten, und ich habe immer daran geglaubt, dass der Zufall das Schicksal bestimmt und nicht der Mensch selbst. Außerdem habe ich keine Nachfahren gezeugt und hege nicht den Wunsch, mein Werk lediglich einem Bekannten zu überlassen. Also habe ich beschlossen, meinen Tisch zu verstecken und darauf zu vertrauen, dass der Zufall, wenn meine Theorie stimmt, einen Menschen herbringen wird, der sich damit auskennt, sich darüber freut und ihn nutzen kann. Ob ich mich irre oder nicht, wird die Zeit zeigen. Nutze mein Geschenk weise und lebe wohl. Julius Ban Gav, Alchemist. Ja, danke. Also so wirklich krass finde ich es jetzt nicht, aber... Was habe ich? Zwergenschnaps, hä? Haben zusätzliche Ladungen erhalten. Okay. Was ich viel krasser finde als seine Erfindung ist, dass hier seit Jahrhunderten anscheinend die Kerzen brennen. Ich weiß halt nicht, warum ich die jetzt alle zerlegen lassen sollte. Das dauert ja auch Zeit. Also es braucht ja auch Zeit. Scheiß drauf. So, dann würde ich schon mal langsam sagen, liken, kommentieren. Wobei, wir können ja wenigstens noch hier das abschließen mit unserem Freund, dass er was Neues machen soll.
Barnabas Basilius, weißt du was über das Labor im Keller? Hat sich einer der früheren Besitzer für Alchemie interessiert? Ein Labor? Alchemie? Davon weiß ich nichts. Aber ich verstehe, dass das für einen Hexer eine sehr interessante Entdeckung sein muss. Das ist es auch. Es war zugemauert. Die Ausrüstung ist ziemlich alt. Also hat das Ganze jemandem gehört, der auf Corvo Bianco lebte, bevor du hier angefangen hast. Wer es auch immer war, er kannte sich aus. Fiolen aus Drachenglas und Fläschchen, Destillen, Sublimationsapparaturen, Wengerometer. Verzeihe, Herr, aber ich fürchte, ich kann dir nicht folgen. Ich will damit nur sagen, dass diese Ausrüstung erstklassig ist. Wahre Meisterwerke für die Alchemie. Einen Sud damit oder über einem offenen Feuer zu brauen, das ist kein Vergleich. Dann bin ich hocherfreut, dass du es entdeckt hast. Denkst du, wir sollten Renovierungsarbeiten durchführen? Langsam gefällt es mir hier. Vielleicht sollten wir einfach noch mehr renovieren und umgestalten. Was denkst du, Barnabas Basilius? Wie du wünschst, Herr. Wollen wir uns diesmal um das Haus oder das Gelände kümmern? Es sollte verschönert werden. Ich würde eigentlich gerne erstmal mit dem Haus fertig werden. Wenn ich etwas Geld investiere, könnte ich das Haus etwas funktionaler gestalten. In der Tat. Der Schwung sollte unbedingt beibehalten werden. Da die allgemeinen Renovierungsarbeiten abgeschlossen sind, kannst du über ein neues Bett oder zusätzliche Rüstungs- und Waffenständer nachdenken. Und ein paar neue Möbel und ein neuer Anstrich würden dem Gästequartier nicht schaden. Okay, wir machen jetzt hier trotzdem erstmal einen Cut. Ich mache es in der nächsten Folge weiter, weil ich eh gleich noch eine aufnehme. In diesem Sinne, liken, kommentieren und so weiter. Euer Praxis, bis zum nächsten Mal. Tschüss.